Liebe Besucherinnen und Besucher, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Baustein in unserem Begleitprogramm zu der Ausstellung Toyenne, der ersten monographischen Schau zu dieser Künstlerin in Deutschland, die ich initiieren durfte, genauso wie die erste Kooperation der Hamburger Kunsthalle mit der Nationalgalerie Prag und dem Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, wo die Ausstellung im Anschluss zu sehen sein wird ab März. Bis zum 13. Februar ist sie noch bei uns zu sehen. Und das Begleitprogramm machen wir in vielen Teilen digital. Das Schöne daran ist, Sie können die Veranstaltung, die wir jetzt aufnehmen, genauso wie weitere Bausteine, die wir schon aufgenommen haben, noch einige Wochen und Monate im Netz abrufen. Dass wir so ein Begleitprogramm machen können, ist dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zu verdanken, dem ich hier herzlich danken möchte für die Unterstützung dieses Unterfangens. Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber natürlich vor allem bei unserem heutigen Gast, Professor Dr. Jindřich Thomann. Er ist Professor an der renommierten Ann Arbor University in Michigan, wo er slawische Sprachen und Literaturwissenschaft unterrichtet, ebenso wie jüdische Studien. In der Tschechoslowakei, wie in Deutschland, wie in den USA ausgebildet, ist er ein Spezialist für die Kulturen und Sprachen Zentraleuropas. Er spricht zudem hervorragend Deutsch, wie Sie gleich hören werden. Das mag unter anderem daran liegen, dass er in Freiburg studiert hat, slawistische und deutsche Philologie, und an der Universität Köln promoviert wurde. In den 1980er und 90er Jahren fokussierte er seine Recherchen auf die deutsche und tschechische Linguistik, hier besonders auf die generative Grammatik, ebenso wie auf die Geschichte der Linguistik. Er hat aber ebenso mehr und mehr sich mit den Schnittstellen von visueller Kultur und Kulturgeschichte beschäftigt und hat viel über moderne Buchgestaltungen geforscht und publiziert. In unserem Ausstellungskatalog zur Ausstellung Toyenne hat er dankenswerterweise einen wunderbaren Beitrag geschrieben zu den immerhin 570 Buchgestaltungen der Künstlerin. Momentan arbeitet er an einer Monographie zur jüdischen Kultur in Böhmen. Er ist aber auch Mitkurator, Co-Kurator für Ausstellungen gewesen, unter anderem für die Ausstellung Jindřich Heisler, Surrealism Under Pressure, 2012 im Art Institute of Chicago. Und zu diesem Künstler, Jindřich Heisler, der 1938 zu der tschechoslowakischen Surrealistengruppe stößt und dort mit Toyenne Freundschaft schließt, einer ihrer künstlerischen Weggefährten wird, den Toyenne, wie Sie wissen, von 1941 an vor den Nationalsozialisten in ihrer Wohnung versteckt. Zu diesem Jindřich Heisler hat Jindřich Thomann zudem eine ganz besondere Beziehung, denn er ist der Neffe dieses Poeten. Ja, guten Tag, lieber Herr Thomann. Es ist eine große Freude und große Ehre, dass wir Sie jetzt hier bei uns haben im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung. Und Sie sind ein ausgewiesener Kenner zur europäischen Avantgarde der Zwischenkriegszeit, zur Fotomontage, zu dem modernen Buchdesign, das nicht nur bei Toyenne und auch nicht nur zu diesem Bereich, eben auch ein Spezialist zu Toyenne. Aber darüber hinaus, und damit würde ich so gerne anfangen, verbindet Sie ja mit der Künstlerin beziehungsweise mit dem künstlerischen Weggefährten von Toyenne, Jindřich Heisler, eine ganz besondere Beziehung. Und wenn Sie uns erlauben, wären wir sicher, das Publikum auch sehr, sehr gespannt, vielleicht etwas von Ihren Erinnerungen zu teilen. Ich glaube, Sie sind 1944 in Prag geboren. 44, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist auch für mich eine große Gelegenheit. Ich bedauere nur, dass ich nicht persönlich kommen konnte. Das wäre schön gewesen, aber wir müssen uns jetzt damit zufrieden geben mit dem Format. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie da investiert haben, auch für Frau Tack, an Frau Tack, die mit der PowerPoint-Präsentation gearbeitet hat. Also jedenfalls scheint alles im Augenblick gut zu laufen. Und vielleicht mal später in Hamburg sehen wir uns.
Das wäre zu schön. Zu teuren. Das hat zwei Ebenen, wenn Sie so wollen. Ich wurde in die Generation geboren, die so an der Grenze von dem strikten sozialistischen oder kommunistischen Regime gelebt hat und der kommenden Wende oder Reformzeit. Und da waren wir in der Schule, also im Gymnasium oder dann an der Uni, natürlich sehr an der Avantgarde interessiert. Das hat in das die wurde zum Teil verschwiegen, zum Teil ummodelliert, weil sie nicht immer so orthodox war, also orthodox links war und so weiter und so fort. Also, und bei Thorin kam es noch dazu, dass sie eine Emigrantin war. Also sie wurde zweimal ausgestrichen sozusagen, einmal als Surrealistin, einmal als Emigrantin. Und ich habe vor einiger Zeit in den Archiven des Sicherheitsdienstes nachgeschaut. Und da habe ich sie gefunden in einer, wie heißt es auf Deutsch, in einem Dossier über Trotzkismus. Also es gab da einen Versuch, eine trotzkistische Verschwörung zusammenzustellen. Und sie hat mal irgendwann 38 oder 37 was mit unterschrieben und ja. So ist sie auch zum dritten Mal ausgestrichen worden als Trotzkistin. Jedenfalls, um das kurz zu machen, das war eine Zeit, wo wir eigentlich über sie nicht sehr viel gewusst haben. Es gab nur den, also es gab natürlich einiges, aber das waren Seltenheiten, wie zum Beispiel der Katalog von 38. Der war umfangreich, aber der war immer eine Seltenheit. Und von farbigen Bildern oder Reproduktionen hat es damals natürlich keine Rede gegeben. Das hat sich dann um 1960, 62 geändert. Es gab zwei ausgezeichnete Kunstgeschichtler, Vera Linhartova und Franz Schmeichel. Und die haben, das war, glaube ich, 64 oder 63, das war eine große Sensation. Da gab es eine Ausstellung der imaginativen Kunst, glaube ich, hieß es. Und da konnte man Thorin öffentlich wiedersehen. Also das ist der Hintergrund, die eine Hälfte des Hintergrunds. Das war die Rezeption und die Kenntnisse, die wir damals hatten. Natürlich die ältere Generation, die wusste einiges. Aber das war nicht im öffentlichen Raum sozusagen. Also das war eine Änderung. Und was die persönliche Beziehung betrifft, das ist vielleicht etwas anderes, aber gehört teilweise dazu. Meine Mutter und mein Onkel, ihr Bruder, waren aus der Heisler-Familie. Das war eine jüdische beziehungsweise gemischt jüdische Großfamilie aus Ostböhmen. Und Jindřich Heisler war ein Partner, ist 38 zu der surrealistischen Gruppe zugestoßen und war auch ein Partner von Thorin in der Zeit. Und sie sind dann 47 nach Paris emigriert, nach Frankreich. Das war eine, sagen wir, sehr schwierige Zeit. Und meine Mutter hat natürlich davon viel mitgekriegt. Insofern ist ein Teil einer Familiengeschichte, nicht
unbedingt der Geschichte des Surrealismus. Und das war eine schwierige Zeit, weil der Onkel sich entschieden hat, sich in den Untergrund zu gehen, nicht um die Einberufung ins Lager zu vermeiden. Und Toyn hat ihn versteckt in dieser Zeit, einige Jahre. Nicht nur sie, muss ich sagen, auch andere Mitglieder der Gruppe. Die Gruppe hat eigentlich eine Rolle da gespielt, das sollte man sagen. Bei Teige zum Beispiel hat er sich versteckt. Und das wäre ein Thema für sich. Ich glaube auch bei einer Nichte von Franz Kafka, bei Frau Saudkova, aber davon weiß ich nicht sehr viel. Sie ist leider auch inzwischen verstorben. Und das hatte aus dieser Zeit, ich wurde 45 geboren, daran natürlich kann ich, das ist alles aus der Familiengeschichte, das ich hier wiedergeben kann. Aber eins sollte man vielleicht unbedingt sagen, es kam ab und zu diese Vorstellung, dass Toyn so eine Art Rebell war oder so in dieser mit dieser Sprache hat man davon von ihr gesprochen. Das hier war keine Rebellion. Hier hat es sich Toyn als eine mutige Frau gezeigt. Das war Mut und das war etwas, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Kategorie, das war lebensgefährlich. Da hätte man sie geschnappt, damit wären sie wahrscheinlich mit Sicherheit zu Tode verurteilt worden. Und das würde wahrscheinlich auch die ganze surrealistische Gruppe der Kriegszeit auffliegen lassen. Es gab da einige Momente, die fast an Wunder grenzen, dass zum Beispiel es gab 1942 gab es Hausdurchsuchungen, Standesrecht und in einem Fall war Heisler bei Toyn und sie hörten den ganzen Lärm im Haus. Sie wohnte ich glaube, oben im fünften Stock. Und dann hat sich Heisler entschieden, er nahm den Mantel, ging hinaus und tat, als ob er schon, ich weiß nicht, wie das gehen konnte, als ob er schon kontrolliert worden wäre, sagte auf Wiedersehen und ist weggegangen. Dann ist er zu meiner Mutter gegangen. Und da gab es auch eine Durchsuchung. Und dann haben die auch gehört. Die beiden sind zum Balkon gegangen, haben sich an den Händen gehalten und haben gesagt, wenn die klingeln, dann springen wir. Und die haben nicht geklingelt. Das war ein Wunder. Die haben aus irgendwelchen Gründen die letzte Etage ausgelassen. Sie hatten wahrscheinlich ein Aviso für etwas anderes. Also das war eine sehr, das klingt als so spannende Geschichten heute. Ich sage das eigentlich nicht so ganz gerne, weil das waren keine Geschichten, das ist keine Journalistik. Das war eine Zeit, wo man ums Überleben kämpfen musste. Die Gruppe alleine war bis, sagen wir, 1941 halbwegs aktiv und Heisel und Toyn haben zusammen einige Bücher gemacht, die noch 39, 40, 41 erscheinen konnten.
Ich habe hier ein Buch von, ich glaube, 39, und in dem Kolophon heißt es, dieses Buch ist in einer Atmosphäre. Das war ein Buch, das auf Tschechisch und Deutsch erschienen ist, in einer kleinen Auflage. Und in der tschechischen Version heißt es im Kolophon, das Buch ist entstanden in einer der in der Atmosphäre einer düsteren in einer düsteren Atmosphäre der Mobilisation und der das, ich weiß nicht, wie das, ich setze das jetzt so frei, in einer Atmosphäre eines Gegenübers der imperialistischen Kräfte in Europa als ein Zeichen der surrealistischen Aktivität. Man kann sagen, des Widerstandes. Ich weiß nicht, wie das eigentlich technisch gehen konnte, aber die Idee war, die deutsche Version, von der es, glaube ich, 40 Exemplare gibt, als subversives Material, surrealistische Lyrik und Kunst unter den Okkupanten irgendwie zu verbreiten. Ich weiß nicht, wie das gehen konnte, aber das war offensichtlich eine Geste, das war so gemeint. Später dann, ab sagen wir spät 41, Anfang 42 war das nicht möglich. Die Situation hat sich geändert. Aber die Gruppe, in der Zeit hat Heisler bei Thoen gelebt, gearbeitet und auch bei anderen. Und wir haben vor einigen Jahren einen Katalog im Arts-Institut in Chicago gemacht. Der ist noch, glaube ich, zugänglich, beziehungsweise Der ist unglaublich, der hat uns sehr geholfen, auch in der ja. Vorbereitung der Ausstellung. Ein wahnsinnig beeindruckendes Buch. Es muss eine unglaublich beeindruckende Ausstellung gewesen sein, 2012 im Art Institute, die Ja, ich leider ja. nicht sehen konnte. Aber Es da. war eine kleine Ausstellung, weil der Heisler war eigentlich nicht, da kann man, das ist eine Biografie und ein Werk, das durch mehrere Ereignisse fragmentiert wurde, zerstückelt wurde. Es war keine große Ausstellung, aber ich würde mit Ihnen einverstanden sein, das war sehr beeindruckend, vor allem sein Alphabet. Ja, naja, und auch diese, was Sie eben erwähnen, dieser Gedanke, diese Geste, nicht das auf Deutsch auch zu publizieren, was für Gedanken, welcher Mut, welcher Ja, Glauben auch dahinter ja. stand, gerade Ja, angesichts der ich muss Situation, sagen, wie Sie geschildert haben. für mich ist Toine eine mutige Frau vor allem, dass die mutige Entscheidungen getroffen hat. Sie war auch meine erste Lehrerin, muss ich sagen. Es wird von glaubenswürdigen Zeugen berichtet, dass sie mich als Baby im Kinderwagen herumgeschoben hat. Und dabei hat sie angeblich gesagt, sag Scheiße. Ich weiß nicht, ob das So früh springt die eine Sprachschulung bei Ihnen Hausaufgabe als auf. eine Hausaufgabe gemeint war, beziehungsweise das muss irgendwann, ja, ich weiß nicht, wann das war. Jedenfalls das zweite Zeichen einer Mut, würde ich sagen, war die Emigration. 1947 waren die Kommunisten noch nicht wie heißt es, an der Macht. Aber es ging schon in diese Richtung und Thoen war damals fast 50. Das war keine leichte Entscheidung, aber es war nicht so ein Ausflug nach Paris.
Ich erinnere mich eigentlich als Kind an den Abschied, und der Abschied Ehrlich? war ganz klar, und die Idee war ganz klar: Wir kommen nicht zurück. Das geht nicht. Also dann habe ich sie erst glaube ich, wann war das? 5 oder 66 in Paris gesehen. Da haben Schön. wir über einiges gesprochen, aber wie soll ich sagen, sie hat mich eher als einen Verwandten betrachtet, glaube ich, weil sie sich eben an mich gut und an meine Mutter natürlich sehr gut erinnert hat. Und sie hatte mir sehr viel gezeigt von Heisles Werken, die sie aufbewahrt hat. Und sie hat mir dann auch später Bücher geschickt, und wir waren im Kontakt, aber auf die Dauer natürlich, es war nicht so leicht, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Aber sie war eine herzliche, eine freundliche Frau. Sie war nicht sehr gesprächig in dem Sinne, dass sie. Wir haben etwas über diese Kriegszeit gesprochen, aber sie war nicht. Sie hat auch keine Memoiren geschrieben, sie hat keine Interviews gegeben, und das müssen wir, das war schon ihre Natur. Sie hat auch kaum was je geschrieben, glaube ich. Aber nichtsdestoweniger bleibt sie für mich fest im Gedächtnis erhalten. Das war eine große. Heute sage ich natürlich wie ein jeder, ich möchte was fragen, aber Ja. es gibt niemand Okay. mehr zu Ja. fragen. Das ist so. Aber wie schön, dass Sie diese Erinnerung haben. Ich meine, Sie waren ja dann, als Heisler so früh leider verstarb, mit 39 Jahren, 1953, haben Sie ihn noch mal wieder gesehen, nachdem die beiden 47 dann emigriert sind? Ja, das sind so unwesentliche Episoden. Ich erinnere mich an ihn. Damals war ich nicht einmal 3 Jahre alt, allerdings. Als die eben Toyin und er zu meiner Mutter gekommen sind und haben gesagt: Wir fahren weg. Komm mit uns. Ah Sie ja. das war die Idee. Meine Mutter hat damals gesagt: Ja, das kann ich schwer machen. Ich habe hier ein Kind und so und so. Ich habe das damals natürlich nicht verstanden. Ja. Aber später haben wir darüber gesprochen, und also das sind meine, wenn das jemand interessiert, das ist wahrscheinlich die früheste Kindheitserinnerung. Erinnerung, die ich habe. Wahrscheinlich war eine Emotion in der Luft, und das hat geholfen, bei der um es irgendwie im Gedächtnis zu behalten. Er hat mir eine Uhr gezeigt, stellte es an mein Ohr, und ich habe gesagt: Es nickt, anstatt von es tickt. Also das ist alles, was ich da. Er hat, ja, das ist eine andere Geschichte. Er hat unter dem Krieg, unter dieser Emigration und dem enormen Stress sehr gelitten. Wir wissen, dass er zum Beispiel nach den Jahren des Verstecks, da gibt es irgendwelche Unterlagen, die ich gesehen habe, die sagen, der musste irgendwelche Pharmaka, Psychopharmaka nehmen oder so etwas. Das kann man sich kaum vorstellen heute, wie das alles gehen konnte, und die Zufälle, die dabei eine Rolle gespielt haben. Also insofern. Das ist etwas, was man nicht
was man nicht wiederholen konnte. Aber Toyen wieder kommt raus wie eine mutige Frau, die existenzielle Entscheidungen treffen konnte zu jener Zeit. Das ist beeindruckend und ich glaube, ich habe das Gefühl, auf Grundlage von Freundschaft, auf Grundlage dieses ganz starken Gefühls. Wir hatten das Glück, letzte Woche Annie Lebrun hier zu haben, die auch ein bisschen über ihre Erinnerungen geredet hat und sie hat es auch sehr, sehr betont, genauso wie Radovan Ivčić das ja auch niedergeschrieben hat, wie stark für Toyin das Gefühl von Freundschaft war und dass es wirklich sie mit den Menschen kosmisch fast verbannt, nichts war, was man hinterfragte, sondern eben dann in der Logik es auch ganz selbstverständlich war, dass sie Heißler auch natürlich verstecken musste und auch natürlich das riskieren musste, weil es war Freundschaft, nicht? Ja. Das scheint das jetzt auch nochmal zu bestätigen. Ja, das ist interessant. Wir können das nicht restlos rekonstruieren. Es gibt da einiges. Als die beiden nach um 47 nach Paris kamen, war der Surrealismus sicherlich nicht der Surrealismus der Vorkriegszeit. Da hat sich sehr viel geändert. Und ich vermute, die waren beide auch etwas überrascht. Nichtsdestoweniger war da das Gefühl der, was wäre das richtige Wort, der Zusammengehörigkeit und des Engagements und der Loyalität zur Gruppe war da. Und Freundschaft kam in dieser Situation sehr, sehr, das wurde zu einem wichtigen natürlich Bestandteil dieser ganzen Situation. Breton hat Heisler für eine Weile mit zu seinen intimsten Freunden gezählt und war auch von seinem Tod 1953 betroffen. Und Toyin hat mir dann gesagt, in ihrer Sprache, wie sie das, ich habe gefragt, ja, wie ist er gestorben? Er war noch nicht 40. Und Toyin hat gesagt, der Krieg hat ihm das Herz gebrochen. Natürlich. Das hat sie, so hat sie das bezeichnet. Das war keine medizinische, aber eine tiefe, nicht desto weniger eine tiefe Aussage, wie so hat sie sich auch ausgedrückt. Ja. Also die Freundschaft. Ja, das wäre eine, Annie Lebrun weiß sicherlich sehr viel über die 50er, 60er, 70er Jahre. Das ist schon wichtig. Und vielen Dank für diese. Jedenfalls ist es wichtig, dass ihr das Toyins Werk heutzutage ausgestellt wird. Das ist die Möglichkeit, dass sie die Prager Ausstellung übernommen haben und dass die Ausstellung weiter nach Paris gehen wird. Sie verdient das absolut. Sie hat eine besondere Stimme im Surrealismus gehabt. Einige Themen, einige Ideen, glaube ich, waren nicht einmal so surrealistisch. Sie waren, glaube ich, ganz zugänglich, ohne jegliche Doktrin und Programm. Und das gehörte mit zu ihrem Beitrag, glaube ich. Gerade der Fokus auf die Frau, wenn Sie so wollen. Und auch diese Stimme oder diese Zeit
oder ihr Werk aus, gerade aus den 30er und 40er Jahren, wo wir doch eine Verbindung zum Krieg und zu dieser Situation herstellen können. Ja, genau. Ja. Deswegen war es mir auch wichtig, das auch zu initiieren. Wir haben das gemeinsam erarbeitet, Prag, Anna Pravdova, Annie Lebrun und ich. Und ich glaube, also es war mir eben auch gerade vor dem Hintergrund der Bedeutung dieses Lebens und der Haltung in ihrem Leben und natürlich der Rolle, die Deutschland auch darin leider spielt, wichtig auch, dass die Initiative von uns ausging für diese Ausstellung und für die Bearbeitung und für das erstmalige Ausstellung auch dieses Werkes in Deutschland, wo es ja bislang leider noch viel zu wenig bekannt ist und ich schätze auch die Hintergründe noch gar nicht bewusst genug allen sind und auf die Toyin hier reagiert hat und auf die, in denen sie agiert und die ganze Gruppe. Und ja, mit dem Thema des Frauenkörpers, das ist, glaube ich, ein hochspannendes und das ist ja auch das Thema Ihres Vortrags. Und ich fand es jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend, von Ihnen zu hören. Eigentlich sind Ihre Erinnerungen ja sprachlicher Art. Ne? Wenn es von, war es das französische Merde, was sie Ihnen beibringen sollte im Kinderwagen? Oder war es die das tschechische? Nein, das war in Prag. Das war in Prag die tschechische. Wann war ich im, im Kinderwagen? Das musste 45 gewesen sein. Das war dann auch tschechisch, okay. Oder und das sowas. Mit dem Ticken und Nicken fand ich jetzt auch sehr interessant, dass auch da Ihre Erinnerung, die Sie eben mit uns teilten, an da, dass Heisler Ihnen die Uhr gezeigt hat, bevor er ins Exil ging und Ticken und Nicken. Ich habe den Eindruck, es war vorprogrammiert, dass Sie Linguist werden, dass Sie in der Sprache arbeiten mit diesen beeindruckenden Erinnerungen und Menschen in Ihrem Umfeld. Vielen Dank. Toyin hat sich, als ich Sie das erste Mal gesehen habe in Paris, ich müsste jetzt nachdenken, ich glaube 66, hat sie mich... Sie hat mich offensichtlich seit 20 Jahren nicht gesehen. Oder ja, und den jungen mehr, Mann noch mehr. Aber wiedererkannt. Und sie hat mich gepackt und gegen das, dieses Bild Mythos des Lichts gestellt. Und sie hat, also in dem Bild ist der Profil von Heisler. Und sie hat unsere Profile verglichen. Sie wollte wissen ich habe zuerst, sie hat nichts gesagt, sie hat nur nichts Besonderes gesagt. Und dann, das war aber das Erste. Und das erst im Nachhinein ist mir klar geworden, der Onkel, als er sich versteckt hat, ab und zu wagte es doch, einen Spaziergang zu unternehmen. Er hatte falsche Papiere. Und, und das Problem war seine Nase. Seine Nase war eine jüdische Nase. Und um die zu arisieren, hat er in die Nase eine Urfeder von einer Taschenuhr reingesteckt. Er sah da wahrscheinlich noch verdächtiger und auffälliger aus. Und mit dieser arisierten Nase ging er spazieren. Unglaublich. Und daran hat sie sich natürlich sofort erinnert. Und das waren, ich erzähle das deshalb wieder, das sind so, sind keine besonders lustigen Geschichten, ich erzähle das deshalb, weil das war ein Teil unserer Beziehung. Und das war auch ein emotionsmäßig, das war ihre Art und Weise, wie sie den
noch dieser Kriegszeit und die Beziehung zu Heisler verarbeitet hat. Das Bild jetzt ist wahrscheinlich bei uns, bei Ihnen in der Ausstellung aus Ganz genau. Stockholm. Es ist Ja. sehr spannend, wenn Sie dieses Ja. Bild 1966 im Atelier von Toyen gesehen haben. 1969 hat der Direktor des Kunstvereins in Hamburg dieses Bild angefragt, hat es im Ja. Atelier gesehen und hat es als Leihgabe in eine Ausstellung nach Hamburg holen können. Leider hat die Hamburger Kunsthalle nicht schlau genug gleich gesagt, dieses Bild wollen wir kaufen. Es ist leider nach 4 Wochen zurückgegangen ins Atelier von Toyen. Und ein Ja. halbes Jahr später hat Ragnar von Holten vom Moderna Museet dieses Bild ausgeliehen in einer Ausstellung und das Moderna Museet hat es angekauft, 1970 Ja. oder 71. Und von dort ist es jetzt im Moment gerade bei uns wieder in Ja, der ja, Ausstellung. ja. Und es ist Ja, natürlich ein schöner. Toyen hat mir damals gesagt, dieses Bild würde ich nie verkaufen. Ja. Also als es nach Hamburg ging, dann war sie wahrscheinlich noch diese Meinung, warum sie es nach Stockholm verliehen bzw. verkauft hat. Das weiß ich nicht, was der Grund war. Ich glaube, der Grund war wahrscheinlich, dass das in eine öffentliche Sammlung geht, dass es kein Privatverkauf oder Einkauf ist. Das Ja. hat sie wahrscheinlich überzeugt. Aber mir hat sie noch gesagt, das Bild werde ich nie verkaufen. Ich habe auch gehört, warum wollen Sie den Grund auch sagen? Ja. Also ich hatte von Annie gehört, dass sie gesagt hatte, sie wollte es nicht verkaufen, weil sie nie wollte, dass Heisler jemals wieder eingesperrt sein würde, irgendwo. Dass es ihr so wichtig ist und dass sie es nicht, das ist jetzt ein Bericht, den ich von Annie Ja. Rippon gehört habe, dass sie sagte, sie verkörperte das Bild so sehr, die Erinnerung an Heisler Ja. oder vielleicht sogar etwas von Heisler, dass sie nicht wollte, dass es jemals wieder eingesperrt ist nach Ja, der ja. Erfahrung, die ihr Onkel da Ja, machen muss. das ist im Das ist ein Einklang bisschen plausibel. mit ihrem Denken, mit der Art und Weise, wie sie diese Beziehung verarbeitet hat und auf Jahre eigentlich. Es war auch sehr wichtig, dass sie die Arbeiten aufbewahrt hat und nicht weiterverkauft hat. Und auf diese Art und Weise ist eigentlich sein Nachlass noch intakt in dem Sinne. Ja. Was für eine Freundschaft, was für Begegnungen, welche Leben. Ja. Vielen Dank, dass Sie uns daran ein bisschen teilhaben lassen, auch an diesen Erinnerungen. Ja, bitte nicht zu danken. Es freut mich, wenn das unser Publikum erfährt oder mit. Ich freue mich, das mitteilen zu können. Jedenfalls, ja. Das merken wir mit unseren Besuchern wirklich, wie sehr die Menschen, die in die Ausstellung kommen, bewegt sind, wie sehr sie berührt sind von dem Werk, von dem Leben, von der Haltung, die sich dort verkörpert, in einem Werk. Das können wir wirklich sagen. Und ich würde mich wirklich unendlich freuen, mit Ihnen vor diesen Bildern jetzt stehen zu dürfen und von Ihnen Ja, hören zu ja. dürfen. Ist die Ausstellung hat hat ist ist da ist die Besucherzahl zufriedenstellend in dieser Ja. Zeit? In Prag war das sehr begrenzt, weil man die Covid-Restriktionen hatte und es konnte nur eine begrenzte Besucherschaft kommen. Ja. Ja, haben Sie es in Prag gesehen? Ja, ich habe die Ah, gut. Ausstellung in Prag gesehen. Sehr Ja. schön. Ja, wir haben sie noch ein bisschen anders gemacht, weil wir noch auch Referenzwerke Max Ernst, Paul Klee Aha. hinzugenommen haben, um gerade für das deutsche Publikum auch zu sagen, da sind Bilder auf der Höhe Ja, der Zeit, aber in einer ganz eigenen das Formulierung. finde ich sehr wichtig, weil sie muss doch in einem Kontext betrachtet werden. Und die Prager Ausstellungen, auch damals
was in den 90er Jahren und jetzt waren sehr auf sie fokussiert. Das hat natürlich gewisse Gründe. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, andere Werke hinzuziehen. Das war wahrscheinlich in Prag nicht der Fall. Jedenfalls, wir sollten, wir haben über sie jetzt viel gesprochen, aber wir sollten keinen Mythos aufstellen. Sie war ein Teil einer, sie als Künstlerin lebte sie sicherlich nicht in einem Vakuum, obwohl sie sehr eigenartig war oder speziell in dem Sinne. Aber sie muss in einem Kontext betrachtet werden. Ja, dem stimme ich Das, voll und ganz zu. ja. Und einerseits als Hilfestellung für das deutsche Publikum, das sie noch nicht kannte, war dieser Kontext für uns wichtig. Andererseits, ja, wir haben mit unserer Sammlung die Möglichkeiten, Kontexte zu schaffen. Und dieser Kontext bezüglich der französischen Solisten zum Beispiel ist ja sehr auch schon hier bekannt, aber Stilski, Heisler, es sind auch noch viel zu wenig bekannt in Deutschland. Ja. Deswegen war es mir auch sehr wichtig, dass wir hiervon auch eben viele Werke zeigen. Und das finde ich auch Ja. so großartig, dass Sie das auch in Ihrem Vortrag machen, auch dorthin fokussieren, aber Kontexte schaffen auch zu den Künstlern, bildenden Künstlern, aber auch zu den Dichtern. Und Ja. vielleicht ist das jetzt auch eine mögliche Überleitung zu Ihrem Vortrag, der genauso faszinierend ist wie Ihre Erinnerungen, wie ich finde. Und Haben wir noch genug Zeit dafür? Wir haben jetzt, ich glaube, sehr schön einiges schon erwähnt und es hat 43 Minuten gedauert. Haben wir noch Zeit für den Vortrag? Wollen Sie denn wirklich noch hören, oder? in jedem Fall. Und ich fand aber das Gespräch auch so großartig und vielen Dank. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Einblick, den Sie uns gegeben haben. Aber ich würde sagen, der Vortrag ist, der ist genauso faszinierend, auf andere Weise natürlich. Und wenn Sie bereit sind, Ja, dann ja. wir können anfangen. Also in einem chinesischen Tafelzyklus aus dem 15. Jahrhundert, der dem Leben des heiligen Antonius gewidmet ist, taucht eine frühe Variation der Versuchung des Heiligen auf. Auf einer der Tafeln, die Sie gerade sehen, des anonymen Meisters, Meister der Osservanza, wird der heilige Antonius vom Teufel in Gestalt einer Frau herausgefordert, deren Kleid an der Seite einen langen, kunstvollen Schlitz zeigt. Durch ihn konnten der Heilige und der Betrachter des Gemäldes einen Blick auf das werfen, was sie ohnehin wussten oder kannten, worauf sie aber nicht neugierig sein sollten. Nacktes Fleisch, genauer gesagt ein Oberschenkel. Der chinesische Meister erinnerte den Betrachter daran, dass Körper ein äußeres und ein inneres haben und dass das Freilegen des Inneren vielleicht ein Teufelstrick sein könnte. Wäre dem Antonius in den Sinn gekommen, das zu berühren, was er im Schlitz sah, hätte er im besten Fall einen giftigen Basiliskusbiss bekommen. Den Schleier zu heben, das Siegel zu brechen, den Deckel zu entfernen, die Schachtel zu öffnen und unbefugt hineinzuschauen. Dies ist ein kulturübergreifendes Motiv. Das Aufdecken des unmittelbar Unzugänglichen war aber auch bei den Surrealisten eine wichtige Geste oder ein Teil des Programms, woran uns beispielsweise Werke von René Magritte erinnern. In manchen sieht man Oberflächen mit einer Öffnung, die einen Blick in das oder Durchblick in das Vermeintliche dahinter bietet. So zögerte Magritte in einem Fall 1927 nicht, einer Frau das Gesicht vom Kopf abzuschälen, um nicht weniger als eine Ansammlung von ausgerechnet kleinen Klingglöckchen, Jingle Bells, zu enthüllen. Aber es war sein beliebtes Motiv.
Im Großen und Ganzen ist diese Art der Einsicht aber insofern positiv, dass sie ganze alternative Welten aufdeckt und das Außen oft zu einem Epiphänomen degradiert, zu einer Nebensache. Einige Arbeiten von Inzestirski, rechts auf dem Schirm, weisen darauf hin, dass auch er mit dieser Geste vertraut war, wie in seinen Akazien von 831 deutlich wird, wo eine Öffnung in der Wand eine Konfiguration blauer Kugeln offenbart. Vielleicht so ähnlich wie bei Magritte. Um 1930 tauchen Variationen auf die Inside-Outside-Binary auch in Toyens Werk auf. Eine ihrer Arbeiten trägt den Namen der mongolischen Schwester Gobi und zeigt ein aufgebrochenes Ei. Das unter anderem. Das Ei ist jedoch nicht leer, da die grünliche Substanz, die die Wisse offenbart, die Frage aufwirft, ob das Ei eigentlich ein aktives Objekt sein könnte. Vielleicht ein Symbol für das aufstrebende Leben. So würde es wenigstens das Symbol des Eis wollen. Die Anspielung auf den Ursprungsmythos verdient sicher eine Beachtung. Der Rückgriff auf Mythologie schien in jener Zeit besonders geeignet zu sein, das Komplexe auf das Elementare herunterzubringen. Als Reaktion auf James Joyces Ulysses begrüßte zum Beispiel T.S. Eliot Joyces Rückgriff auf den Mythos als einen Weg, im Allgemeinen den Mythos als einen Weg, der, ich zitiere, das immense Panorama der Sinnlosigkeit und Anarchie, das die zeitgenössische Geschichte vorzeigt, handhaben könnte, kann. Die Werke von Josef Schimmer, einem anderen tschechischen Maler der Avantgarde, sind voll von Anspielungen auf den Ursprungsmythos, insbesondere das Ei des Ursprungs, wie Sie hier sehen können. Bei Toyen können wir aber nicht um eine spätere Version der Gobi-Komposition herum, wie sie im Zyklus der Schießplatz 1939 erscheint, wo eine Zeichnung eine Landschaft voll von Haien zeigt, meist aber mit gebrochenen Schalen und leer. Und einem Mädchenkopf, der gerade aus einem dieser Eier geschlüpft ist. Aber auch er ist leer, wie Sie hoffentlich sehen können. An dieser Stelle erinnern die Wüsteneier vielleicht nur noch an eine frühere Quelle des Lebens. Der Mythos des Ursprungs ist negiert, falls einer da war. Aufschlussreich ist es Toyens Behandlung eines anderen Kandidaten für den Ursprung, für die Ursprungsbilder zu betrachten, des Körpers der Frau. Wie die toten Wüsteneier erscheinen die Körper von Toyens Frauen oft als versteinerte Torsi, die letztendlich leer sind. Dies ist eine Änderung gegenüber ihren früheren Darstellungen des weiblichen Körpers, die hedonistisch und sexualisiert waren. Sexualität ist, wie schon oft und mit Nachdruck gesagt, ein Thema, das sich von den 20er Jahren bis in die späten Jahre durch ihr Öse zieht. In ihren drei Tänzerinnen von 1925 gibt es kein Problem mit dem Schleier und dem, was sich dahinter verbirgt. Das Wechselspiel von innen und außen ist traditionell. Man sieht eigentlich alles. Zusammen mit Stirski akzeptierte Toyen schnell die surrealistische Poetik der Phantome und verwandelte die hedonistische Vision des weiblichen Körpers in Bilder, die von Rissen und Brüchen geprägt sind. Dieses Motiv wird in einer Reihe von Arbeiten zu einem Index der Leblosigkeit und des Todes werden. Um Risse zu bekommen, muss der Körper bereits versteinert sein. Nimmt man diese Disposition ernst, werden die betrachteten zerklüfteten Frauen aus der Zeit des Lebens in den
Status absoluter Ruinen befördern. Absolut sage ich deshalb, weil wir keinen Hinweis darauf haben bekommen, dass die Natur diese Ruinen zurücknimmt, um sie am Kreislauf des Lebens wieder teilnehmen zu lassen. Die Idee, dass die Natur die Ruinen zurücknimmt, ist charakteristisch für ältere Diskussionen. Ich denke an die Romantik, die Ruinen nicht als Manifestation des endgültigen Verlustes betrachten. Zwei große Gemälde, das Rosa Gespenst und das Gelbe Gespenst, beide aus dem Jahr 34, bieten ein Beispiel. Dies sind Torsi, die nicht darauf hindeuten, dass sie jemals dem Zyklus des Lebens zurückgehen werden. Die Risse und Deformationen, die sie charakterisieren, betonen Zerstörung, und die Schwärze, die keine Dimension hat. Das ist eigentlich, das bezieht sich auf spätere Bilder, ich entschuldige mich hier. Die Schwärze des Gesichts, die keine Dimension hat, lässt vermuten, dass sich in ihrem Inneren nichts befindet. Toyens Diskurs über hohle Körper ist immer ein Diskurs über weibliche Gestalten. Er beginnt sich Anfang der 30er Jahre zu formieren, zum Beispiel in ihren Illustrationen zu Der Teis Don Juan von 31, einem Buch, das sind Buchillustrationen, wo eine Zeichnung der Jungfrau Maria erscheint, die auf eine leere Form reduziert ist. Sie ist hohl. Leider habe ich das Bild nicht dabei. Von etwa einem Dutzend folgenden Folgewerken verdienen mindestens zwei hohle Frauen Aufmerksamkeit. Die Schlafende, das ist eine Übersetzung der La Dormeuse, glaube ich, und die Verlassene Höhle, beide aus dem Jahr 1937. Die Schlafende, es ist nicht ganz klar, ob das eigentlich Toyens Titel war, aber sie akzeptierte es. Ich glaube, man hat gesagt, dass es vielleicht von Eliha kommt. Die Schlafende steht in einem breiten Spektrum von Kontexten und bildnerischen Traditionen. Mindestens drei große Themen fallen hier auf. Die leere, wüstenartige Kulisse oder Hintergrund. Dann die, sagen wir, erwartungsvolle Atmosphäre oder Gäste der gesamten Komposition, und dann der hohle Körper natürlich. Die Wüstenlandschaft ist eine Variante eines alten Motivs. Leere Räume sind typische Meditationsumgebungen, oft Bühnen der Einsamkeit und Melancholie. Sie gehören zu jenen Tropen, die Objekte ihres Kontexts berauben, um sie isoliert erscheinen zu lassen. Die vielleicht, was ich als erwartungsvoll, die erwartungsvolle Stimmung bezieht sich auf das Sehen. Also nach der Maxime, wo ein Blick ist, ist auch etwas zum Anschauen, könnte man meinen, dass das Mädchen beobachte etwas. Dabei, angesichts der Tatsache, dass sich im Rahmen des Bildes nichts befindet, wird diese Annahme etwas problematisch. Wir müssen dabei vorsichtig übrigens sein. Das Gesicht des Mädchens wird nicht einmal gezeigt, sodass wir nicht einmal sicher sein können, dass sie überhaupt sehen kann oder ein Gesicht hat. Was dem Betrachter übrig bleibt, ist die dritte Ebene, ist der Blick in eine leere, von Rissen durchzogene Schale. Ein melancholischer Kommentar über den weiblichen Körper. Das Schmetterlingsnetz mag eine Bedeutung haben, aber auch wenn wir die kannten, wenn wir die hätten, stellt es ein nutzloses Instrument dar. Vielleicht so wie in Dürers Melancholie, einem Bild, in dem Instrumente verzweifelt auf den Boden geworfen sind und unbenutzt bleiben. Sie taugen nicht. Im Gegensatz dazu, zu der Schlafenden, kann die verlassene Höhle oder auch vielleicht Versteck, da habe ich gewisse Probleme mit der Übersetzung, aber sagen wir die verlassene Höhle,
fast eine emanzipatorische Lesart hervorrufen. Obwohl das Korsett schon in der damaligen Zeit der Vergangenheit gehörte, war es weiterhin ein Symbol für die Beschränkung des Körpers der Frau. Dennoch wäre dies eine brutal naturalistische Lesart. Es ist meiner Ansicht nach nicht ganz offensichtlich, welche Art von Verzicht gemeint ist. Das Korsett in der verlassenen Höhle ist eine leere Höhle und dennoch lässt sich die Wahl der Farbe Blau nicht direkt in ein Bild der Befreiung umsetzen. Blau ist eben oft die Farbe der Melancholie. Aber wenn Melancholie die Verinnerlichung eines verlorenen Objekts darstellt, eröffnet Toyn einen komplizierten Kommentar, der nicht frei von Ambivalenzen ist. Ihr Korsett ist einerseits leer und voll Risse, andererseits strahlt er beinahe magisch aus. Vielleicht ist dies ein Bild der Meditation. Wie Annabel Gergen-Lammers gezeigt und dargestellt hat, befinden sich in diesen und anderen Bildern aus dieser Zeit weibliche Formen oft vor, wie hier, vor einem felsenartigen Hintergrund. Vielleicht kann man hier einen Hinweis auf Leonardos Meditationsanweisungen in seiner Abhandlung über die Malerei hinzufügen, die den Blick auf leere Wände als Inspirationsquelle hervorheben. Das Ergebnis solcher Inspirationen können fantastische Erfindungen sein, einschließlich Monster, oder um zum surrealistischen Diskurs überzugehen, enden wir bei Phantomen, die konkrete Irrationalität materialisieren, aus der Wand, aus dem Wald, aus einem abstrakten Hintergrund hervortreten. Sie können eine Revolte implizieren, aber wenn Sie Melancholie einbringen, bringen Sie auch wieder Ambivalenz mit sich. Das Motiv des funktionsgestörten oder nicht funktionierenden Frauenkörpers beschäftigte Toyn bis in die 40er Jahre, wie er Bild nach der Vorstellung zeigt. Der Torso selbst und der Titel assoziieren stark einen Körper bzw. einen Gegenstand, der nicht mehr verwendet wird und quasi weggelagert ist. Eben nach der Vorstellung. Der aus der Wand heraustretende Frauenkörper ist zwar in sinnlichen Details und ohne Risse ausgeführt, aber das Gesicht und der Blick fehlen wieder. Die Hohlheit steht nicht im Vordergrund, aber sie fehlt eigentlich nicht ganz. Sie wird in die leere Papiertüte auf dem Boden verschoben. Teilweise geöffnet, gibt die Tüte den Einblick in ihre Leere. Wenn wir Zeit haben, könnte ich noch die Erinnerung meiner Mutter an dieses Bild hinzufügen. Nun, weiter. Man könnte mit weiteren Interpretationen fortfahren, aber an dieser Stelle möchte ich den Diskurs über Toyns Werk kurz um zwei wichtige, meiner Ansicht nach, wichtige Kontexte erweitern. Der eine ist die surrealistische Bildsprache von Phantomen und das andere die tschechische Poesie der 30er Jahre, wie man sie aus Toyns unmittelbarer Umgebung kennt. Phantome kamen im Wesentlichen auf zwei Arten in den Surrealismus, zum einen durch Nadia von Breton 28, in der der Erzähler in den Straßen von Paris einer unbekannten Frau begegnet, die eine gespenstische Qualität annimmt. Diese Linie ist stark mit der Anonymität urbaner Erfahrung verbunden. Die andere Linie wurde insbesondere unter dem Einfluss der sogenannten paranoisch-kritischen Deutungsmethode formuliert, die ursprünglich von Dalí artikuliert wurde. Dazu hat wieder Frau Gergen-Lammers im Ausstellungskatalog einiges gesagt.
Beide Linien haben ihre Spuren im tschechischen Surrealismus hinterlassen. Tschechische Surrealisten wussten um, sagen wir, halluzinatorische Objekte, traumhafte Objekte, Objektphantome und ähnliches. So veröffentlichte der Dichter und Mitbegründer der tschechischen Gruppe, Surrealistengruppe, Vítězslav Nezval, im April 1936 eine Gedichtsammlung mit dem Titel Die Frau im Plural, Žena v množném čísle, in der er sein Bekenntnis zum Surrealismus artikuliert, einschließlich des Phantomkonzepts. Im Gedicht Phantome, es gibt ein Gedicht da mit diesem Titelnamen, spricht er von leeren Frauenkörpern. Er spricht von ihnen als Masken. Also, Masken gehen mit schleichenden Blicken vorbei. Leere Körper, die an Fechtjacken erinnern. Die Fechtjacke hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Korsett, wobei die Idee des leeren Körpers, also eines hohlen Frauenphantoms, das Leitbild darstellt. Wie wir weiterlesen, macht ein Büstenhalter, zumindest für Nezval, diese phantomisierende Arbeit genauso gut wie Korsetts. Oh Frau, ich verfolge dein Phantom. Was bist du anderes als phantomatisch schwebender Büstenhalter? Und im Gedicht Der Schatten des Korsetts vergleicht er das Korsett mit einem zerstörten Objekt. Das ist wieder irgendwie interessant. Dennoch liegt das Korsett auf dem Tisch wie ein Fenster mit zertrümmerten Scheiben, wenn draußen Schnee fällt. Fechtjacke, Büstenhalter und vor allem das Korsett, dies sind alles Bilder, die Nezval unter eine Nähe bringen. Und wir können auch naturalistisch hinzufügen, dass die beiden sich sehr gut gekannt haben. Weiter verdient František Halas, ein anderer Dichter, den Twain auch gut kannte, hauptsächlich als Vertreter der melancholischen Poesie der 30er Jahre, Aufmerksamkeit, insbesondere aufgrund seines Gedichts mit dem Titel Alte Frauen, 34. Auf wenigen Seiten konstruierte Halas eine Klage, sagen wir, eine Lamentation über alte Frauen, die auf einer Vielzahl von antithetischen Attributen basiert, das Gedicht. Also ein Abschnitt davon. Alte Frauen sind Nüsse ohne Kerne, Opferschalen ohne Opfergaben, düstere Vorzimmer, Fragmente vergangener Melodien, mit Sand gefüllte Quellen, bedeckter Himmel, Nächte ohne Morgendämmerung, verschlossene Eingänge, ausgetrocknete Taufbecken, Gewässer ohne Spiegelung. Das Gedicht war gut bekannt, wurde in den folgenden Jahren mehrmals aufgelegt und wirft vor allem eine Frage auf, was Lizenzierte in den 30er Jahren möglicherweise geschlechtsübergreifend diese Melancholie. Kunstwerke existieren doch nicht im luftfreien Raum. Die Antwort ist nicht frei von kausalen Untertönen. Wie allgemein angenommen wird, ist der Übergang von den frühen 20er Jahren zu den restlichen Zwischenkriegsjahren offensichtlich. Die große Utopie der frühen Avantgarde wich einer weniger utopischen Bildsprache. Konzepte wie Angst tauchen auf, aber unsere Fälle zeigen eigentlich keine Angst. Sie sind im Wesentlichen statisch, frei von aktiver Gewalt. Und da sie auch keine offensichtliche Angst erzeugen, sondern vor allem den nicht bzw. nicht mehr funktionierenden Körper zeigen, kommt das Etikett einer Rückschau, einer Melancholie fast schon vorprogrammiert. Die Melancholie, die ich für diese Werke beanspruchen möchte, spiegelte sich wieder bei Halas wieder. So erwähnt er seine 36 erschienene Gedichtband Dokojan weit offen
Ein Gedicht mit dem Titel Melancholie, das vom erwähnten Kupferstich von Albrecht Dürer ausgeht, der traditionell als visuelle Verkörperung der Melancholie verstanden wird. Das Gedicht ist zwar ein Gedicht über eine missglückte Liebesbegegnung, aber die erste Strophe läuft auf eine ekphrastische Wiedergabe von Dürers verzweifelten Engel hinaus, dessen Flügel so alles Sorgen singen und so alles, dessen Kopf vor nichts weggerollt ist. Beachten Sie den Ausdruck Kopf vor nichts. All dies sollte natürlich nicht zu einer Taxonomie führen, die auf starren Definitionen basiert. Bleibt man bei Toyn, kann man in einigen ihrer Werke von 36, 39 doch von einem Wechsel von Melancholie zu Angst sprechen. Es handelt sich dabei um die Zeichnungen, um die Zeichnungszyklen, die mit den Phantomen der Wüste beginnen und mit den Zyklen allein Turmfalken brunzen ruhig auf die Zehn Gebote fortsetzen und mit dem Schießplatz von 46 fortfahren. Also die ersten zwei waren noch 39 erschienen. In diesen Zyklen tritt die Vorstellung von hohlen Frauen oft zurück, meiner Interpretation nach. Wir finden hier sowohl menschliche als auch tierische Gesichter, die Variationen der Leere oder des leeren Durchblicks darstellen. Toyn setzt dabei ihre grundlegende Geste vor, die Leere durch geschwärzte Passagen im Gesichtsbereich wiederzugeben, wie etwa in der Stimme des Waldes. Das war schon 1934. Oder mit einer Art Durchblick, der den Blick in den leeren Hintergrund freigibt. Hier zum Beispiel. Alle Zyklen enthalten Bilder des Todes, oft des Todes von Tieren. Toyns Loyalität zur Phantomlehre passt nun auch zu äußerer Gewalt, die den Bereich der Melancholie hinter sich lässt, um sich in Richtung Angst zu bewegen. Und hier wird ihre Bildsprache, glaube ich, auch einem in den Surrealismus nicht eingeweihten Betrachter zugänglich. Nun, bevor ich zum Schluss übergehe, ist es aufschlussreich, vielleicht Toyns Bildersprache kurz der Ikonografie anderer zeitgenössischer Künstler gegenüberzustellen. Das ist ein anderer Kontext, den ich wichtig finde. Stirsky kommt natürlich zuerst in den Sinn. Entschuldigung. Stirsky kommt natürlich zuerst in den Sinn. Und tatsächlich finden wir beim Durchsuchen seiner Werke das Motiv der Hoheit in einer der Zeichnungen seines Apokalypse-Zyklus von 1929 schon. Das betreffende Bild zeigt eine kopfartige Struktur mit einem wesentlichen Ausschnitt im Gesichtsbereich. Der Kontext, Toyn und Stirsky waren Partner, sie haben ähnliche Themen auf ähnliche Weise behandelt. Ein anderer Künstler, der hier in Betracht kommt, ist französischer Musiker. Insbesondere seine Werke aus den späten 30er Jahren und der sogenannten Protektoratszeit, die oft Frauengesichter und Oberkörper zeigen, die aus wandartigen oder felsenartigen Strukturen hervortreten und mit Rissen durchzogen sind. All dies situiert auf wüstenartigen Bühnen, leeren Bühnen. Die rissigen Oberflächen seiner Figuren suggerieren Versteinerung und rücken die Figuren quasi aus der Zeit hinaus, die ich vorher schon erwähnt habe, ohne dass ein starkes Erneuerungspotenzial im Sinne eines ununterbrochenen Naturzyklus erkennbar ist.
Sie weisen eine Trauerqualität auf und erinnern an die Ikonografie von Grabmalen. Als solche wurden sie oft als Reaktion auf die Zerstörung der Tschechoslowakei im Jahre 1939 und dem darauffolgenden Krieg verstanden. Sie wirken hochästhetisiert und vor allem offenbart keine von ihnen vollständige Durchblicke im Sinne von Toyen. Musica folgt weder der Phantomlinie noch verwendet er das Thema des Wollen, des Leben. Also würde ich sagen, die Trennung zwischen Trauer und Melancholie ist gerechtfertigt. Musica steht auf der Seite der Trauer. Der Kontrast legt nahe, dass Toyens Ansatz durchwegs anders ist. Ihre Schalen sind keine Bestattungsdekorationen. Sie behaupten ausdrücklich die Leere. Und wir müssen nicht spekulieren, ob etwas drin ist. Wir können dies mit unseren eigenen Augen sehen, die Leere. Dies ist jedoch nur eine teilweise Schlussfolgerung. Der Betrachter hat eine Reihe von Möglichkeiten, Toyens Einblicke zu verstehen oder Durchblicke zu verstehen. Er oder sie kann der Perspektive einer Peinture Feminine folgen, indem er anerkennt, dass Toyen ihre Durchblicke auf den Körper von Frauen anwendet. Der damalige Betrachter konnte die Gesamtkraft der kulturellen Melancholie erkennen. Und bei der Suche nach Antworten kann der Betrachter die Rolle bestimmter Prinzipien in der surrealistischen Vorstellung von Traum und Phantomen anerkennen. Toyen zu interpretieren, und natürlich nicht nur sie, wird immer ein Verhandlungsprozess sein. Aber im Gegensatz zum Meister der Osservanza, mit dem wir angefangen haben, können wir nicht mehr einfach auf den guten, lieben Teufel zurückgreifen, um die Dinge zu vereinfachen. Zumindest nicht auf jenen, der sich in Frauenkleidung versteckt. Vielen Dank. Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank. Okay. Ich habe etwas ausgelassen unterwegs. Es ist jetzt etwas lang geworden, aber das, glaube ich, hat der Sache nicht geschadet. Die große Linie war da und alle entscheidenden Punkte haben Sie angesprochen. Ganz herzlichen Dank. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, das auch von Ihnen noch so direkt zu hören. Einen faszinierenden Blick zu den verschiedenen Ebenen, Phantomlinie, die Melancholie. Ja. Den Kontext der tschechoslowakischen Avantgarde, Schima, Stirsky, Musiker und eben auch der Poesie der 1930er Jahre fand ich auch sehr wichtig, Nezval Alas und die Entwicklung der Utopie. Und Sie haben in einem Nebensatz gesagt, dass Ihre Mutter noch eine andere Interpretation der leeren Tüte in diesem rätselhaften Bild nach der Vorstellung hat. Und ich würde Sie zu gerne wissen. Ja. Meine Mutter war dabei, als Toyen dieses Bild gemalt hat. Und sie hat Toyen besucht, hat eine Tüte mit Pflaumen oder Zwetschgen gebracht. Die wurden gegessen und die Tüte wurde auf den Boden geschmissen. Und das ist meiner Mutter, nach der Ansicht meiner Mutter, das ist die Tüte, die da auf dem Boden liegt. Es klingt lustig, aber es ist doch ein Hinweis darauf, welche Freiheit die Toyen hatte, wie sie was für sie inspirierend sein könnte, wie sie die Inspiration verarbeiten konnte. Also insofern ist es nicht so ganz, sagen wir, wie wir auf Englisch sagen, anekdotisch. Natürlich zum Verstehen des Bildes trägt es nicht bei, würde ich sagen. Aber vielleicht zum Verstehen der Art und Weise, wie Toyen gearbeitet
hat. Das vielleicht schon, ja. Das glaube ich ungeheuerlich. Doch, genau das ist es faszinierend. Ich meine, sich vorzustellen, dass Ihre Mutter Toyin in dieser Situation, das war 42, besucht hat. Das war, das Bild ist, glaube ich, 43 datiert, 43, diese 43, Zeit. richtig. Ja, aber die Vorstellung, dass etwas scheinbar Banales, Reales wie eine Tüte auf einmal neu gesehen wird in dem, was Sie am Anfang sagten, in dieser emotionalen Situation dieses Protektorats und der Lebenssituation und den künstlerischen Fragen, wie dann das Wunderbare oder vielleicht eben auch das Melancholische oder die Angst, der Schrecken auch dort sich drin zeigen kann, in dieser Leere, dieser Tüte, wenn es in Bild verwandelt wird und durch das Sehen eben eine andere Dimension dieses scheinbaren Objekts eröffnet wird. Und das finde ich total faszinierend. Und genau das ist ja dieses Sehen, was Sie auch beschreiben, was eigentlich ja auch Teil des Melancholischen sein kann, diese Offenheit für die Ambivalenz der Dinge. Ich hatte das Glück, vor genau einem Jahr mit László Földenin, dem ungarischen Essayisten, der das Buch Lob der Melancholie geschrieben hat, Rätselhafte Botschaften, der hat zu Sollte ich meiner. sehen, kenne ich nicht. Ja, das Buch ist interessant, ich schicke es Ihnen mal. Und was interessant war, er hat zu meiner Ausstellung Giorgio di Chirico Metaphysische Bilder, ich hatte viele metaphysische Bilder zusammengetragen, hat er einen neuen Aufsatz geschaffen zu dem Thema, wie Melancholie und Metaphysik zusammengehen. Also wie, er beschreibt das sogar sozusagen, dass die Metaphysik, nein, die Melancholie erst die Offenheit für Metaphysisches eigentlich bedeutet, nämlich die Offenheit für dieses Sehen über das rein Banale hinaus. Und er benutzt den Begriff des Wachträumens, den er von Schopenhauer ableitet. Etwas, was, glaube ich, sehr spannend ist, auch im Zusammenhang mit Toyin und gerade auch dem Bild, die Schlafende. Kiriko Ich hat habe in München jedenfalls, studiert, also er wusste schon vom Schopenhauer. ja, sehr spannend. Jedenfalls sind es Ihre Anregungen jetzt und eben auch Ihre Darstellung, die ich auch extrem interessant fand, wie Toyins Werke die Melancholie als kulturelles Konzept repräsentieren und wie dann doch auch ein Wechsel von Melancholie in Angst passiert zwischen 36 und 39. Das fand ich auch hochspannend. Ja, ich würde Jedenfalls. betonen, das ist, dass ich Melancholie als wirklich als einen kulturellen, als einen Objekt, der soziokulturellen Objekt betrachte, also nicht als eine persönliche Stimmung. Stimmt. Toyin war bestimmt nicht mehr melancholisch, Ja. aber das ist zusammen mit diesen Gedichten ist da ein Kontext, breiterer Kontext, kultureller Kontext. Und der Hinweis, vielen Dank. Ich habe an Kiriko nicht gedacht und dieses Buch kenne ich nicht. Das kann vielleicht weiterentwickelt werden, ja. Weil da die Verbindung zwischen dem, was Sie so schön gesagt haben, mit dem verlassenen Korsett zwischen dem Magischen und dem Melancholischen gedacht wird. Das dachte ich, das könnte vielleicht interessant sein. Ich hätte Lust, jetzt noch viel länger von Ihnen zu hören und mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ich glaube, unsere, ja, dann auch Zuhörer und Zuschauer würden das auch so gerne. Ja. Ich glaube, wir haben alle die Köpfe jetzt voll, nicht wie Sie das so Ja. schön dargestellt haben. Ja. Der Kopf voller Leere, sondern der Kopf gefüllt mit Anregungen und Gedanken von Ihnen. Ein ganz großes Dankeschön Ja. dafür Vielen von Dank. Hamburg nach Es hat München. mich sehr gefreut. Wenn es Fragen gibt, bin ich auch per E-Mail erreichbar, falls Zuschauer interessiert sind. Jedenfalls vielen Dank noch einmal für Ihre Einladung. Das hat mir Spaß gemacht und ein bisschen mein Deutsch auch belebt. Es ist hervorragend, Ihr Deutsch. Und am liebsten würde ich mit Ihnen jetzt vor alle Bilder real gehen. Es ist toll, dass wir durch das Medium es zumindest digital gemacht haben. Und vielleicht wird es einen Tag geben, wo man dann doch gemeinsam nochmal vor
Gemälden von Toyen und Werken von Heisler stehen kann. Vielen Dank für Ihr Angebot, auch an die Zuhörer, dass Sie in Kontakt treten können mit Ihnen. Wir werden das im Chat beobachten und werden dann den Kontakt gerne herstellen, wenn Sie dazu bereit sind. Ganz lieben Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.